Vielleicht ist es eine mehr als berechtigte Frage, liebe Schwestern und Brüder, wie wir das denn machen sollen. Jetzt ist die Fastenzeit schon gut eine Woche alt. Und wir machen so unsere Beobachtungen, oft genug natürlich bei anderen, aber vielleicht auch bei uns selber, wie das mit all den Vorsätzen ist. Und anstatt, dass wir erfahren, was wir so oft beschwören, dass Jesus nachsichtig ist, spricht er heute in einem anderen Ton zu uns. Er legt die Finger auf die Wunden. Und er sagt, dass unsere Gerechtigkeit größer sein muss als die von allen anderen auch, als die derjenigen, die sie besonders für sich in Anspruch nehmen, Schriftgelehrte und Pharisäer seiner Zeit. Er wird es weiter in der Bergpredigt sagen und er wird nicht locker lassen, weil er es bis heute sagt. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie sollen wir das machen? Wenn wir nur von uns selber her denken, dann können wir gleich einpacken. So realistisch müssen wir sein. Niemand von uns schafft das. Und niemand in der Kirche hat das in 2000 Jahren aus sich heraus geschafft. Was ist dann der Punkt? Von woher müssen wir beginnen zu denken? Wohin müssen wir zurückfinden? Das alles Entscheidende ist, dass wir die Frage nach der Kirche stellen. Wer wir als Kirche sind, was wir als Kirche darstellen und woraus wir als Kirche leben. Von diesem Punkt her müssen wir alles andere, auch uns selber, bis hin zu unserer Schuld und Sünde verstehen und einordnen lernen. Sonst bleiben wir in der Luft hängen. Vielleicht hören wir eine Stimme, die dies auf sehr tiefe Weise bedacht hat. Denken wir daran, die Eucharistie ist nicht eines der Sakramente oder irgendeine Form gottesdienstlicher Feier, sondern die Eucharistie ist das eigentliche In-Erscheinung-Treten, die Vollendung der Kirche in ihrer ganzen Wirkmächtigkeit, Heiligkeit und Fülle. Nur indem wir daran teilnehmen, können wir an Heiligkeit zunehmen und die Aufgabe erfüllen, zu der wir bestellt sind. Die Kirche, die sich in der Eucharistie versammelt, selbst wenn es nur zwei oder drei sind, ist das Bild und die Verwirklichung des Leibes Christi, und nur deshalb können die Versammelten daran teilnehmen, das heißt, am Leib und Blut Christi Kommunizierende sein, weil sie Christus in ihrer Versammlung darstellen. Keiner könnte je daran teilhaben, keiner von der nötigen und hinreichenden Heiligkeit sein, wenn diese nicht der Kirche übergeben und anheimgestellt wäre, jener Versammlung und mystischer Einheit, in der wir, die wir den Leib Christi bilden, ohne uns schuldig zu machen, Gott als Vater ansprechen und am göttlichen Leben teilhaben und kommunizieren dürfen. Diese tiefen Sätze, liebe Schwestern und Brüder, sind in zwei Richtungen gesprochen, wenn wir von den heutigen Schrifttexten ausgehen. Sie wehren auf der einen Seite dem Individualismus. Sich permanent mit der Frage zu quälen, so berechtigt sie ist, bin ich würdig genug? In der Eucharistie stellen wir die Kirche in ihrer vollen Form dar und das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Und nicht in irgendeiner anderen Sache, bei irgendeiner beliebigen Zusammenkunft. Das geschieht nur in der Feier der Eucharistie. Und die Heiligen sind sozusagen nicht die moralisch Perfekten, sondern sie sind Ikonen dessen, dass sie sich einordnen ließen in diese eucharistische Gemeinschaft der Kirche. Es gibt keinen Heiligen ohne Kirche. Das ist gar nicht möglich. Sondern gerade weil sie aus der eucharistischen Kommunion heraus, und zwar im umfassenden Sinn, leben und agieren. Deshalb verehren wir sie als Heilige und als Ikonen dieses gelingenden Lebens mit Gott
in der Gemeinschaft der Kirche. Und diese tiefen Worte sind auf der anderen Seite gesagt, im Hinblick auf jede Beliebigkeit, die uns heutzutage so schnell und sehr aufbereitet medial schmackhaft gemacht wird. Indem eben die Eucharistie, naja, das ist halt auch sicher wichtig, aber nur eines von vielen Sakramenten. Und wir können auch andere Zusammenkünfte haben, andere Gottesdienstformen müssen erprobt werden und so weiter und so fort. Das ist entweder, da kann man nicht ganz sicher sein, theologischer Analphabetismus oder eine politische Agenda der Einebnung, dass Kirche als Kirche verschwinden muss, damit die Barrieren niedrig sind zu dem Rest der Menschheit. Dann verfehlen wir unsere Aufgabe. Wenn wir jetzt dieses Sakrament in der Heiligen Versammlung erneut feiern, dann werden wir, obwohl wir Sünder sind, eingeordnet in den, dem wir darstellen, den Heiligen Gottes. Er zieht uns in diesem Sakrament in seine Heiligkeit hinein. Und nur so sind wir wahrhaft würdig.